Oliver, ich mag dich schon die ganze Zeit. Und du weißt es. Ich glaub dir kein Wort. Ich gehe jetzt zu Charlie und sage, was los ist. Nein, 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 warte, warte. Worauf? Entschuldigung, ich wollte dich nicht überfahren. Und was ist jetzt mit dir und Charlie? Tja, das ist alles noch so neu für mich. Kein Wunder. Ich bin fast durchgedreht, als ich mich in einen Mann verknallt habe. Tja, jetzt geht's mir so. Ich hatte damals auch eine Freundin, nur um mir zu beweisen, dass ich nicht schwul bin. Bis vor kurzem konnte ich mir das alles noch nicht eingestehen. Aber inzwischen ertrage ich kaum noch Charlies Nähe. Es war nicht zu überhören. Okay, sie hat das nicht verdient. Ich mag sie wirklich gerne. Aber ich muss mich erst an die neue Situation gewöhnen. Das verstehe ich. Olli, ich brauche Zeit. Ich muss das Charlie langsam beibringen. Meinst du, du kannst auf mich warten? Das ist im Moment bestimmt das Beste. Okay. Ist kalt heute, oder? Lass uns eben zu mir fahren. Da geht's lang. Was ist? Oliver, ich muss offen zu dir sein. Ich bin total durcheinander. Kein Wunder, du hast gerade dein Coming Out. Und was? So, ja, ja, eben, eben. Das kommt doch nicht alle Tage bei mir vor. Und deshalb kann ich nicht mit dir mitkommen. Noch nicht. Das ist okay. Wirklich? Gut, tschüss. Hey, was geht ab, Kids? Ich dachte, hier ist Party angesagt. Nee, um die Zeit höchstens Pyjama-Party. Stimmt so. Ja, kein Wunder, dass euch die Leute abhauen bei der lahmen Mucke. Mach nicht so laut, bitte. Nicht gut. Leise ist noch schlechter. Nicht gut für unsere Konzession. Dann gebe ich eben einen aus. Ey, nicht nur heute Abend, Alter. Ja, Felix und ich, wir wollen nur noch ins Bett. Kein Problem. Ja, tschüss, ihr beiden. Schlaf gut, ne? Und tut nichts, was ich nicht auftun würde. Also entweder du hast irgendwas genommen, was ich nicht wirklich glaube, oder du bist verliebt. Bingo. Ach nee. Wer ist es denn? Kenn ich den vielleicht? Möglich. Brötchenservice. Oliver. Was für eine Überraschung, das wäre gar nicht nötig gewesen. Das mache ich doch gern. Lukas! Sekunde. Was gibt's denn? Hi. Dein Freund, dieser Guido, der blockiert jetzt schon seit Stunden das Bad. Ich dachte, Guido sucht sich was Eigenes. Ja, Olli, das habe ich auch gedacht. Das tut er auch, aber das dauert. Ja, das dauert ewig. Er hat schon was in Aussicht. Wir haben gleich einen Besichtigungstermin. Hoffentlich. Dieser Guido. Zwischen uns läuft nichts, wenn du das wissen willst. Ehrlich? Brötchenservice. Freust du dich? Ja. Oliver. Hi, ist ja blöd. Ich bin gerade auf dem Sprung zu meiner Schicht. Ciao, ihr zwei. Ciao. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Oliver hat endlich eingesehen, dass wir, das heißt du und ich, füreinander bestimmt sind. Einfach so? Ein bisschen Überzeugungsarbeit musste ich schon noch leisten. Na, offenbar mit Erfolg. Tja. Ach. Ja, zwei Liebende, ein Gedanke. Angelo, ist das nicht ein herrlicher Tag heute? Ja,
helle Wahnsinn. Hoffentlich bist du besser gelaunt als Angelo. Aber immer doch, Tantchen. Wie kommt's? Lukas hat mir angedeutet, dass er mit dir gesprochen hat. Er hat was? Also du bist nicht mehr wütend auf mich, dass ich mit ihm zusammen bin, ja? Wir haben eben denselben Geschmack, was Männer angeht. Gut, dass du es so locker siehst. Und auch, dass du dich mit Lukas weiterhin so gut verstehst. Mir liegt viel daran, dass das so bleibt. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Weißt du, ich liebe Lukas wirklich. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass mehr daraus wird. Du nicht? Doch. Dann wären wir sowas wie eine kleine Familie. Das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, weißt du? Echt? Ich hatte ja viel Pech mit Männern, wie du weißt. Aber mit Lukas ist das jetzt alles anders. Und wieder nix. Kein Wunder bei deinem Aussehen. Oliver, musst du nicht arbeiten oder irgendwas? Doch, ich habe mir kurz freigenommen. Hast du einen Moment? Ja, für dich immer. Olivier, ich hätte dich kaum erkannt ohne Brötchentüte. Oh, Klingelingeling, mein Handy. Ihr entschuldigt mich. Einfach ignorieren. Ich habe mit Charlie gesprochen. Was hast du ihr gesagt? Nichts. Aber sie glaubt, ihr beide seid füreinander bestimmt. Dann weiß sie also nicht, dass wir beide... Meine Tante will dich heiraten, Lukas. Du hättest sie mal hören sollen, sie ist total glücklich. Ich kann sie einfach nicht länger belügen. Du musst dich von ihr trennen.